Hallo und willkommen zurück zu BPP Season 1 am Spieltag 5 gegen Schweini. Ich habe bis jetzt gegen zwei Leute verloren. Das sind Yirschi und Cringy. Und die beide enden auf ein verniedlichendes I. Also ein I laut, ne? Cringy auf dem Y. Und das heißt, meine Chancen gegen Schweini sind sehr shaky. Das Einzige, was Löwenglut gebraucht hätte, um nicht gegen Steelbeam im Regelstil zu verlieren, wäre seinen Namen in Löwengluti zu ändern. Das wäre alles, was er gebraucht hätte. Ich habe ein bisschen Schiss. Aus irgendeinem Grund auch noch richtig vor Bronzong. Bronzong ist richtig scary. Was eine Seltenheit ist, aber es ist so. Das kann auch Ice Spinner, aber ich glaube, ich werde trotzdem mit Gleisgor gegen den leaden. Weil der selbst wenn der Adamant ist, mit der Ice Spinner macht irgendwie so 50%. Das wäre dann einmal, das wäre traurig, aber muss man halt mal taken. Und ich könnte halt direkt Taunten und Rocks verhindern. Ich könnte ein lustiges Iron Defense Set verhindern. Und wenn der Steel Beam ist, was mich mit Specs One hitten könnte, ne? was er auch machen könnte, weil er sich sagt, ey, ich möchte Gleisgor removen, also bringe ich Bronzong mit Steel Beam. Dann könnte ich, würde ich den weg, also würde ich halt sterben, das wäre doof, aber immerhin wäre dann eine Regidrago-Antwort auf 50%. So, was haben wir da? Wir haben Versant DPT, weil muss ja eigentlich. Also wir haben Iron Boulder, wir haben keinen Bronzong, das ist sehr geil, ich habe mir wegen nichts Sorgen gemacht. Wir haben Ogapon, Versant DPT, aber es ist ein sehr ähnliches Team, wie ich erwartet habe, oder? Ich glaube, Vapo habe ich nicht genannt, als ich gesagt habe, was mitkommt. Oder doch, Vapo habe ich genannt. Kann das? Ich weiß es nicht mehr. Wir sehen auf jeden Fall Donphan und wir sehen Glaceon. Okay. Okay. Gegen dieses Team liege ich da trotzdem Gleisgor. Gleisgor ist halt gegen drei Leads nicht geil. Einer der besseren Leads für meinen Gegner wäre halt Donphan. Deswegen überlege ich einfach, Regidrago zu leaden, um einen anderen Lead zu forcen. Du leadest halt nicht Fessentipity gegen das Team, ne? Weil mit Regidrago könnte ich halt direkt erstmal gegen Donphan Draco Meteor drücken und das fände Donphan nicht geil. Deswegen leade ich Regidrago. Ich glaube, das wäre der Way. Weil ich brauche halt Chip auf Donphan. Also Donphan breche ich halt mit draufhauen, aber Full HP Donphan kann irgendein Mon von mir auch dick draufhauen. Und das will ich nicht. Wir sehen keinen Raging Bolt übrigens. Ich meine, verständlich, ich habe sehr viele Ground-Types, aber ich war drauf gepreppt. Ich war drauf gepreppt, weil Raging Bolt halt auch so weh tut. Es tut halt weh. So, Donphan-Lead fände ich, wie gesagt, nervig, aber auf den bin ich gerade gepreppt. Fessent Dippity-Lead fände ich jetzt weird. Auf den wäre ich nicht gepreppt. Weil das Ding kann doch, das kann halt U-Turn, ne? Und das wäre nervig. Wir sehen Elsa, das ist ja okay. Das ist ja okay. Okay. Also. Wir gehen hier raus, weil das Ding auch rausgeht. Und ich behaupte, dass es in Pheasant Dippity rausgeht. Und so oder so ist Regisil einfach ein guter Switch. Und dann kriege ich einen Iron Defense. Ich werde nicht Thunderwaven, weil dann Donphan ist. Dann gehe ich auf Iron Defense und dann werde ich aus Donphan 1v1. Und dann bin ich erstmal happy. Wir doublen jetzt auf jeden Fall raus auf den Pheasant Dippity Switch, weil das Glaceon gar keinen Bock hat, hier zu einem Dragon Move zu dien. Und wenn Glaceon drin bleibt, dann ist das auch okay für mich. Wird hier halt Terra Fire sein, probably. Aber wenn es Terra, dann ist Ogapon halt auch nicht so schnell. Dann kann ich den mit Regidrago Revenge killen. Wir gehen auf jeden Fall für den Switch out. In Regi-Stil. Und was kommt denn hier von Schweinis Seite? Eisstrahl einfach. Okay. Fühlt sich Scarf an, wenn der Eisstrahl einfach kommt. Es ist aber Live Orb. Good to know. Good to know. Willst du hier direkt Terran? Ich glaube halt, Terran wäre ein Waste, ne? Ich glaube halt, Terran wäre ein Waste. Und der Switch-In ist... Ich kann halt aber nicht Iron Defensen, wenn es Terran ist, das Problem. Aber auf den Donphan-Switch in Tita gehen wäre halt auch ein Missplay. Wobei Tita auch gar nicht so gut ist. Ich könnte also sagen, okay, ist mir egal, ich knock off dann trotzdem das Donphan. Ich sag, Terran ist ein Missplay, ich gehe auf Iron Defense. Ja, 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 ja. Terran ist ein Missplay, du willst Ogapon Terran.
Okay, jetzt haben wir's. Regi Steel gegen Donphan. So, ich mache da jetzt ein offensives Donphan rein. Ich bin plus 2 Defense. Ich kann halt jetzt schon für guten Damage rein Bodypressen. Oder ich gehe halt auf plus 4. Ich gehe auf plus 4. Bin schneller. Okay. Oder ja, wir speed time, never mind. Also no speed Donphan. Earthquake geht rein auf meinen plus 4 Regenstil. Macht gar nichts. Und jetzt gehe ich für Body Press. Einziger Switch in ist Fessendipity und der hat keinen Bock auf Thunder Wave und kann mich nicht touchen, was eine coole Kombination ist. Wobei Fessendipity kann Heat Wave, ne? Kann in der Theorie Heat Wave. Ist halt die Frage, ob es das tatsächlich spielt. Aber es kann Heat Wave. Donphan will ja eigentlich nicht drin bleiben. Weil Donphan jetzt an dem Punkt ist, wo es sagt, oh oh, wenn ich hier drin bleibe, dann verliere ich das 1v1. Aber so einen richtig guten Switch-In gibt es halt nicht. Außer Fessendipity. Und das muss Heatwave sein, wenn es eine Chance haben will gegen Registeel. Und ich werde so oder so Fessendipity sofort Thunderwaven, damit es langsamer ist als Gliscor. Und ich mit Gliscor halt einfach durch Earthquake. Und langsamer als Tita wäre es dann auch. Da kommt noch ein Earthquake. Okay, ist in Ordnung. Der Body Press ist ein solider Tool-KO an dem Punkt. Oh, ist kein solider Tool-KO. Das ist ja wild. Aber es hat keine Leftovers. Ich kann jetzt trotzdem nochmal Bodypressen und kann danach auf Rest klicken. Jaja. Nochmal Bodypressen ist hier der Play und danach kann ich resten. Dann habe ich wieder Full HP. Regi-Stil. Aber wir haben es hier definitiv mit einem defensiven Donphan-Set zu tun. Sonst hätte ich über 50% gemacht. Also dieses Donphan ist heavy in Defense investiert. Irgendwie impisch oder sowas. Jaja. Könnte Full Fistev sein, tatsächlich. Könnte sehr gut Full Fistev sein. Würde auch mit dem Earthquake Damage hinkommen. Donphan hat Earthquake. Donkanal hier geht raus. Wer kommt rein? Leia, ist das Fessendipity? Nein, es ist Vapo. Okay, Vapo kriegt jetzt mal einen Body Press ins Gesicht. Der tut richtig weh. Und Vapo hat jetzt zwei Möglichkeiten. Vapo hat zwei Möglichkeiten. Vapo hat Möglichkeit 1, es ist Roar und dann ist es langsamer. Oder Vapo hat Möglichkeit 2, es geht für Surf. Und ich gucke jetzt mal Vaporeon. Are you defensive? So ein defensives Vapo macht mit einem Surf nothing, ne? Ja, macht nothing. Ich gehe nochmal für Body Press. Säurepanzer. Oh, oh, okay. Wir haben es mit Acid Armor Glaceon zu tun. Aber wisst ihr, was cool ist an Acid Armor Glaceon? Glaceon, Vaporeon. Das kriegt kein Wish raus. Also drücke ich nochmal auf Body Press. Ich breche halt einfach durch das Glaceon durch mit meinem Regi-Stil. Zum Glück habe ich gebodypressed und mich nicht irgendwie zu Rest verleiten lassen, weil das wäre unangenehm geworden. Das wäre unangenehm geworden. Ich habe nicht mit Acid Armor gerechnet, aber ich habe zum Glück trotzdem den richtigen Play gemacht, weil ich mit Draw gerechnet habe. Scald kommt. Okay, burn mich bitte nicht. Das wäre einfach nervig. Dankeschön. Okay, wir haben Vapo und einen Kill für Regi-Stil. Schreibe ich mir auf. Editor. Regi-Stil 1. So. Ein Kill für Regi-Stil. We are Regi-Stil. Habe ich gelernt. So sagt man das. Wenn jetzt Iron Boulder reinkommen sollte. Wir sind plus 4. Iron Boulder. Und das hat ein Close Combat. Dann macht er 18%. Es kommt Elsa rein. Das ist Glaceon und das muss jetzt Terran, ne? Das muss jetzt ja Terran. Glaceon. Wir wissen, dass das Ding Life Orb ist. Und es muss ja Terra Fire, Terra Blast sein, wenn das hier reinkommt. Der macht ja über 50. Ja, da muss ich jetzt raus. Aber ich behalte das Regi-Stil nochmal. Ich habe Möglichkeiten, das zu recovern. Und ich gehe jetzt einfach mal in Tita. Und freue mich, dass Vapo weg ist. Also Regi-Stil hat jetzt schon einen sehr guten Job gemacht. Hat Donphan gechippt, das, was ich wollte. Hat
Vapo durchgebrochen, was ich nicht von ihm erwartet habe, aber was es einfach gemacht hat. Shoutouts an Registeel. Und da kommt der Terra Fire. Ja, der muss jetzt kommen. Und das ist auch sehr gut, weil dadurch ist Ogapon jetzt langsamer als Regidrago. Weil der Terra hier geburnt ist. Also auch da wieder Shoutouts an Registeel. Ich habe Registeel gerade Speed Control ausgeübt, ohne Thunder Wave auf nur ein einziges Mal zu drücken. Das musste erstmal schaffen. Das ist eine Leistung. Das ist eine Leistung. So. Und wir wissen auch, dass unser Tita schneller ist als Donphan. Und außerdem wissen wir, dass wir jetzt hier Mega Free Knockoff drücken können. Es gibt keinen Switch-In. Man könnte hier Stealth rocken, aber ich will nicht, dass Donphan reinkommt. Ich drück den Knockoff. Ich will nicht, dass Donphan reinkommt. Auf Stealth Rock würde Donphan halt einfach reinkommen können. Das will ich nicht. Finde ich doof. Das finde ich doof. Und da bin ich gegen. Im Nachhinein, ich habe mega, mega Schiss vor Bronzong gehabt. Ich bin sehr froh, dass es nicht da ist. Ich hätte mir alles sparen können, die ganze Zeit den Kopf drüber zu zerbrechen. Hat wahrscheinlich einfach nicht aufs Team gepasst. Kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach nicht genug Teamslots gab. Weil Bronzong ist jetzt halt, ne, in der Theorie nicht so geil gegen mich. Aber gegen die sechs, die ich gebracht habe, schon ziemlich nice. Don Canalie kommt rein, deswegen habe ich nicht, deswegen habe ich nicht gestealthrockt. Hätte mir eh nichts gebracht. Der Knockoff hat sehr guten Schaden gemacht. Das war Assault Vest. Betonung nicht auf war. Jetzt muss ich mal eben gucken. Tyranitar. Kill ich? Der ist ja für Steph. Ich weiß, dass ich schneller bin, weil mein Regis hier schneller war. So, der hat no item. Wir killen immer noch, ne? Ja, ja. Knockoff killt immer noch. Wir gehen nochmal für Knockoff. Wir brechen jetzt auch das Donphan mit unserem Tita. Also nachdem Registeel es gebrochen hat, Registeel hat es ja erst in Range gebracht. Zack, Donphan auch weg. Ein Kill für Tyranitar. Despotar. Eins. So. Jetzt wird Ogapon oder Boulder kommen. Einer von den beiden. Ogapon oder Boulder. Sensitivity finde ich weird. Fossinator ist Boulder. Finde ich auch irgendwie sinnvoller als Ogapon. Ist die Frage, ob man hier in Just Lean geht oder ob man sagt, yo, ich terra hier einfach und knock auf dein Gesicht. Weil das halt legit ein Play ist, den ich habe. Tyranitar gegen Iron Boulder. Wenn ich jetzt hier terran sollte. Ich lebe sogar einen Mighty Cleave, wenn ich Terra. Knockoff killt halt probably. Ja, ja, safe. Außer es ist Colberberry. Ich lebe Mighty Cleave. Will ich jetzt hier einfach Terran? Ja, ich drück Terra. Ich drück Terra Knockoff. Ich will nicht. Also ich will meinen Gleiscore gerne für Ogapon Healthy haben. Und ich will jetzt hier nicht auf das Ding reinkommen. Wenn es jetzt Bandit Mighty Cleave ist und Tita killt, dann guter Play. Guter Play. Akzeptiere ich. Ist ein Ätzen für mich. Aber kann ich mit leben. Sancto-Klinge. Ja, umso besser. Umso besser. Hast du eine Colbert? Nö. Vor allem bist du auch tot. So, Despotar 2. Ja, das war halt eine Terra 50-50, ne? Das ist halt eine ätzende Situation. Und das Coole ist halt, dass Tita jetzt auf einmal ein Ogapon-Switch-In ist. Der Sandchip auf mich nervt mich ein bisschen, aber für sowas habe ich ja auch Leftovers, ne, die gleichen das ein bisschen aus. Glaceon kann mich jetzt halt Ice Beamen, aber ich glaube, damit kann ich leben, dass Glaceon das kann. Glaceon ist vor allem Live-Orb, der haut sich irgendwann selber kaputt. Das Fezzendipity noch hier ist, nervt mich ein bisschen, aber legit, wenn Ogapon weg ist, kann ich mit Scarf, Regidrago und legit Earthquakes drücken. Glaceon ist ein Fire-Type. Regidrago hat bis jetzt halt noch nichts gemacht, außer Schweini daran gehindert, Fezzendipity richtig zu nutzen. Was ja auch ein Win für mich ist, ne? Weil man hätte ja ein Fezzendipity-Set machen können, das Registeel. Nee, hätte man nicht. Man wusste ja nicht. Hätte man Fezzendipity gegen Tita bringen können? Probably. Man hätte Fezzendipity probably gegen Tita bringen können. Aber das kannst du nicht machen, wenn du weißt, dass du dein Fezzendipity brauchst gegen. Gegen Regidrago. Elsa ist wieder hier, hallo.
Hallo, Glaceon. So, Tyranitar gegen Glaceon. Wir wissen, dass du Life Orb bist. So, der Life Orb Ice Beam killt mich. Ding ist auch schneller. Ding ist auch schneller. Was macht man da? Geht man da in Moltres? Weil man sich sagt, Moltres ist schon okay. Moltres ist halt auch langsamer, ne? Und stirbt zu zwei Eisbeams. Das wollen wir ja nicht. Okay, welches Mon brauche ich am wenigsten? Ich sage, es ist der gute. Tut mir leid, Drift. Aber du bist halt gerade der Fodder. Starker Eisbeam. Ist halt Life Orb, ne? Zen sollte jetzt weg sein. Ja. So, und jetzt ist die Frage, ob das Ding Freeze-Dry hat. Man geht eigentlich davon aus, aber man kann es nicht safe sagen. Ist deswegen Yawn der Play? Ich glaube, deswegen ist Yawn der Play, weil mit Recover verliere ich gegen. Also, wenn es keinen Freeze-Dry hat, ne, wenn es mich jetzt nicht mit Freeze-Dry killt, hat es Carmine, probably. Und mit Yawn verhindere ich halt, dass es, nachdem es Carmine Ice beamt. Earthquake killt probably nicht, weil Glaceon halt defensiv gut aufgestellt ist. 110 Base Defense, ne? Wegbereiter. Okay, jetzt will ich hier Speed mitnehmen. Okay, soll es probieren? Soll es probieren? Ich wünsche ihm dabei viel Spaß, wenn es denn gerne sleepen möchte, ne? Wenn es gerne sleepen möchte, soll es das tun. Ich habe damit kein Problem. Okay, also es ist Ice Beam, Terra Blast, Trailblaze und ein vierter Move. Okay. Meinetwegen. Drücke ich jetzt Yawn auf den Switch-Out? Es gibt halt zwei Optionen, ne? Es bleibt drin und schläft ein und mein Yawn geht ins Nichts. Ne, es bleibt drin und schläft ein und ich sterbe. Oder es wechselt aus und ich kriege einen Yawn auf was anderes. Ja, gehen wir doch für Yawn. Kuhmuckel, das wird Ogapon sein. Den Yawn da jetzt. Ich wünsche eine gute Nacht. So, und auf Ogapon gehe ich jetzt aber raus in Moltres. So, dann habe ich Drift noch als Sack in the Back. Krieg jetzt Moltres rein. Geht wieder raus. Ist okay für mich. Quella de Vil ist Versandipity probably. Muss ja, weil es ist ja sonst niemand mehr über, ne? Hallo Versandipity. So, was mache ich in dieser Situation? Ich denke, U-Turn in Registeel, oder? Ja. U-Turn in Registeel klingt gut, oder U-Turn in Tita klingt auch ziemlich nice. Auf jeden Fall möchte ich U-Turnen. Das Pheasantipity wird schneller sein. Kann mich hier poisonen. Das ist okay, ich brauche Hellfire nicht voll. Ich brauche Hellfire nur. Okay, ein Gangshot kommt raus. Der wird ordentlich zwiebeln, aber wir sind First Death. Giftkette vergiftet mich. Das ist fein für mich. Das ist in Ordnung. Wir gehen für die Kehrtwende. So, hast du ein Helmet? Hat ein Helmet. Okay. Aber wenn es ein Helmet hat, dann hat es auch keine Recovery. Und vor allem ist es physisch. Also gehe ich jetzt in Just Lean. Vor allem ist es physisch. Also gehe ich in Just Lean. So. Pheasantipity. Kann potenziell Icy Wind, aber sonst auch keine Ice Moves. Also drücke ich jetzt einfach auf Erdbeben. Geht raus. Kann jetzt nicht harten Glaceon gehen, muss Ogapon gehen. Kuhmuckel kommt rein. Hallo Kuhmuckel. Kuhmuckel kann nicht Terran. Und Pumuckl ist, glaube ich, jetzt sogar in Range von einem potenziellen Dual Wing Beat. Ich gehe so oder so für den. Ist mir scheißegal, was das Ding hier macht. Felsgrab, ja, probier meinen Switch zu covern. Ist fein für mich. Der Dual Wing Beat wird raus. Der Dual Wing Beat ist nicht rausgegangen. Der Dual Wing Beat hat das heute mal anders gesehen.
Aber ich glaube, der Dual Wingbeat ist halt trotzdem der Play, auch wenn hier Glaceon reinkommt. Das Ding ist halt Live-Orb, der bringt sich irgendwann selber um. Aber ich hätte den Dual Wingbeat trotzdem gerne getroffen. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn der getroffen hätte. Aber, ne, Ogerpon hat Felsgrab, so wie predicted. Es hat Felsgrab. So, man kann jetzt sagen, hey, ich gehe auf Dual Wingbeat auf Pheasantipity, weil das würde Pheasantipity, das würde ihm zweimal Rocky Helmet Damage auf mir geben, aber ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist, weil ich dann ja einfach auf Earthquake switche. Gliscor. Pheasantipity. Und das Ding nimmt immer noch 50% von Earthquake. Okay, komm rein. Ist in Ordnung für mich. Gebe ich dir zwei Dual Wingbeats und dann fange ich an, dich zu Earthquaken, weil ich mache halt 50%. Ich habe mehr Earthquakes, als du Roosts hast. Das ist für mich in Ordnung. Und ich sehe nicht, wie du mich hier heftig touchen willst. Also, Icy Wind ist halt okayer Damage, ne? Aber halt nicht genug, um dafür zu sorgen, dass ich hier nicht gewinne. U-Turn. Ja, U-Turn halt. Glaceon kann nicht rein. Ogerpon hilft dir nicht. Ist Ogerpon Scar? Ist es deswegen gerade hart rausgegangen? Könnte natürlich sein. Kumuckel wieder hier. Hallo? Okay, willst du gerade über Rocky Helmet Damage Just Lean killen? Ich meine, kannst du probieren. Dauert ewig. Ich bleib bei Dual Wingbeat. Ja, weil man kann dann halt einfach immer wieder auf Dual Wingbeat auf Pheasantipity gehen und das dann probieren, aber ich verliere weniger dabei, das immer wieder zu machen, als er. Ich muss die Prediction einmal richtig machen und er immer. Und er kann es nicht unendlich oft machen, weil irgendwann stirbt das Pumuckl einfach zu Earthquake. Also ist das okay für mich. Also ist das okay für mich. Schutzstacheln auf den Dual Wingbeat. Okay, also ist es immerhin nicht Choice. Spiky Shield. Rocktomb Spiky Shield, auch interessantes Set. Aber der Spiky Shield macht mir genauso viel Schaden, wie ich Recover. Also hilft ja gar nicht. Krankenkeule. Hey. Und da kommt der Dual Wingbeat und das ist ein Kill für Gliscor, ne? Oh, Schwächenschutz. Crazy. Also hilft halt nicht ohne Speedboost, weil ich einen Revenge-Killer habe, aber crazy. Okay, dann haben... Aber, ne, hätte ich keinen... Hätte das Ding den Terran noch gehabt, wäre gruselig geworden. Aber da Glaceon leider geterrat ist, ist da nichts draus geworden. Score Gro hat einen Kill. So, jetzt wird Glaceon gleich wieder reinkommen. Gegen Glaceon zack ich dann... Gegen, was, wie machen wir es gegen Glaceon? Ich Second Drift. Ich habe ja Antikraft auf Hellfire. Nee, ist ja voll fein. Ich Second Drift. Moltres. Also das Ding geht hier jetzt für den Wegbereiter. Ne? Muss es ja eigentlich, wenn es noch irgendwie eine Chance haben will. Und wenn es das tut, warte mal. Kehle ich den da nicht ein? Moment. Wir haben es zu tun mit einem... Geht für Eisstrahl, ja, das ist umso besser. Wir haben es, aber ich will es trotzdem mal kalten. Wir haben es zu tun mit einem Glaceon. So, ich mache das jetzt einfach mal Max Speed und Max HP, weil ich nicht genau das Investment kenne. Ich will einfach safe gehen. Und ich stelle da mal meinen Regidrago mit Earthquake hin. Regidrago. Wisst ihr noch, als ich das über Hazard spielen wollte? War wild, ne? Also Regidrago mit Earthquake killt den. Und ich bin schneller als Tim mit Max Speed. Also gehe ich jetzt in Regidrago und drücke Earthquake. Aber dann muss ich mir gar keine Sorgen machen. Auf Regidrago Earthquake will halt auch fürs der Pheasantipity nicht reinkommen. Ja, mach halt. Weil es halt Chip-Damage gefressen hat.
Will es nicht mehr auf Earthquake rein. Es hat auch keine Leftovers, um da was gegen zu tun. Oh shit, das war sehr viel Schaden, weil es ein Crit war. Aber der Crit hat nicht gemattert. Ich mache 43% Min-Damage. Zwei Earthquakes killen das Ding. Ich hole mir jetzt mit Regidrago zwei Kills. Und einer davon ist die Fee. Weil Fizz und Dippel, die halt nicht die Fee ist, die du haben willst, um Regidrago zu checken. Leider kein 6-0, nur ein 5-0. Aber ein sehr safes 5-0. Und wer hat's ermöglicht? Registeel. Registeel hat einfach das Loch gebrochen. Registeel ist mein Breaker, ich sag's euch. Der Registeel hat schon zwei Teams für mich gebrochen. Das ist eine sehr gute Quote. Wow. Wow. Glaceon hat einen Kill. Wow, GG an Schweini. Ja, also das Matchup war kritisch, aber ich glaube halt, die 6 Monster, die du tatsächlich gebracht hast, waren für mich ziemlich gut. Also Glaceon war scary. Ne? Glaceon war scary, muss ich schon sagen. Aber Glaceon konnte ja nur scary sein, indem es das Ogerpon endscared. Das war halt eine unangenehme Situation für Schweini. Weil entweder du brichst Regisil oder du gibst seine Wincon her. Und er hat seine Wincon hergegeben. Ja, also GG an Schweini. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.